Es ist soweit, Deadpool-Time hier im Sammlungsupdate und das erste, was vergangene Woche zum Thema Deadpool bei mir eingetroffen ist und finde ich passt als Einstieg ganz gut, ist die zweite Soundtrack-CD. Deadpool ist, glaube ich, fast der einzige Kinofilm heuer, der nicht nur eine, sondern sogar zwei Soundtrack-CDs spendiert bekommen hat. Den ersten Soundtrack habe ich euch ja schon gezeigt, ist auch in einem eigenen Video nachschaubar, falls ihr danach suchen wollt auf dem Kanal. Denselben Soundtrack habe ich ja auch schon als Vinyl-Schallplatte hergezeigt, aber es gibt offensichtlich Deadpool Reloaded. Und ob diese CD jetzt wirklich so toll ist wie das Wortspiel mit dem Filmtitel, das ja wirklich überhaupt keine abgedroschene Anspielung mehr ist, oder ob das Ganze wirklich genial ist, das zeige ich euch jetzt. Wir haben, ist wirklich eine der geilsten Szenen aus dem Film, herrlich, diesmal deutlich weniger Tracks, es sind nur 12 Tracks, die Spielzeit von der CD ist dementsprechend auch wesentlich kürzer als die von der ersten. Wir haben natürlich wieder ein paar Sachen von Junkie XL, diesmal aber nur mehr 3 Stück, ansonsten noch ein paar andere Lieder. Das einzige und das allererste, das mich bei dieser CD schon stört, ist eigentlich das Frontcover-Motiv, weil wenn wir noch einmal auf die alte CD zurückblicken, sehen wir, das ist dasselbe Motiv, das da unter der Disc war. Wow, wie kreativ. Dann haben wir natürlich auf der Disc an sich dasselbe Motiv, das schon auf der alten Disc war, nur dass diesmal noch Reloaded dabei steht. Und das Booklet ist diesmal logischerweise, weil weniger Tracks, auch deutlich schmäler und deutlich kleiner als bei der ersten Soundtrack-CD, dafür wieder mit ein paar kleinen, ganz netten Bildern. Also insgesamt diejenigen, die wirklich nach Soundtracks suchen, die sich coole Soundtracks ins Regal holen wollen, finden bei Deadpool Reloaded, finde ich einfach nur, wie kann man sagen, einen Afterthought auf Englisch, einfach nur ein nachgeschobenes Teil, um Kohle zu machen, ist jetzt, finde ich, nicht so gut, keinesfalls so gut wie der erste Soundtrack, aber ich als Deadpool-Komplettist musste ihn natürlich ebenfalls haben.